So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich gefrühstückt und mit Kaffee versorgt und die Sonne scheint. Schön. Zeit jetzt hier, ist uns zu beschäftigen mit dem angekündigten Thema. Ich lese uns ein paar Verse aus zum Eingang aus Johannes 3 und dann beten wir und dann starten wir. Johannes 3 von Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Das war komplett neu für den Nikodemus. Da war er komplett überfordert. Und dann fängt dieses Gespräch an und entspannt sich. Schön, wir beten noch zusammen und dann gehen wir dann ans Thema. Wenn ihr aufstehen wollt, das wer kann, gerne. Ja, ich finde das eine schöne Geste, dass du stehst. Dankeschön. Jesus, wir kommen heute Morgen vor dich und wir hören auf dein Wort. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen. Wir wollen hören, wie du redest, was du redest, wie deine Lehre ist. Wir wollen dem Gespräch zulauschen, was du mit Nikodemus geführt hast. Und wir bitten dich, dass du unter uns bist, so wie du auch verheißen hast, wo zwei oder drei versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Sei auch unter uns durch deinen guten Geist in deinem Wort. Lass uns hören und verstehen und glauben. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus. Amen. Amen. Dann nimm bitte wieder Platz. Also die Wiedergeburt Jerusalems. Eigentlich müssten wir in Johannes 3 beginnen, und zwar bei dem Nachgespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Das machen wir auch. Aber ich möchte euch gerne mitnehmen in eine Bibelstelle aus 2. Könige 19 und da mal Anlauf nehmen, weil wir da eine seltsame Aussage finden. Ja? Und zwar von dem König Hiskia. Da steht 2. Könige, ist 18, 13, genau. 2. Könige 18, Vers 13. Im 14. Jahr aber des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Erzkämmerer und den Erzschenken von Lachis zum König Hiskia. Lachis ist so ein bisschen westlich von Jerusalem, 30 Kilometer westlich von Jerusalem, während dieser Ebene zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Er sandte den Erzkämmerer und den Erzschenken von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht gegen Jerusalem. Und sie zogen herauf. Und da sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teichs, der da liegt an der Straße, bei dem Acker des Waldmüllers und riefen nach dem König. Komm raus, Hiskia. Ja. Die waren alle eingebunkert in der Stadt, haben sich nach Jerusalem zurückgezogen, haben die Stadt, die Häuser abgebrochen, um die Stadtmauer zu verstärken. Da muss es richtig heftig ausgesehen haben, ja.
die Brunnen abgedeckt und die Bäume gefällt, damit die Assyrer keinen Nachschub haben. Ja, die sind also eingekesselt in der Stadt. Und dann rufen sie nach dem König. Und der Erzschenke sprach zu ihnen: Sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Trotz, darauf du dich verlässest? Und dann kommt eine der nervenzerfetzenden Reden, die die ganze Bibel überhaupt kennt. Der versucht, die Bürger in Jerusalem zu demütigen, der versucht, die zu demotivieren, der versucht, Streit unter denen zu provozieren, der versucht, die vom König Hiskia abspenstig zu machen. Der sagt, Hiskia betrübt euch. Der sagt zum Schluss sogar, Gott selber hat mich geschickt. Ja? Ich komme in Gottes Auftrag zu euch. Gott hat mich geschickt. Also da braucht man, Hiskia war klug, der war ein kluger, junger König zu der Zeit. Der hat zu den Leuten gesagt, antwortet ihm nichts. Antwortet ihm nichts. Ja? Und der steht vor der Mauer, dann steht er auf. Ja, der kommt ja mit großen Gepränge und mit seinen Offizieren. Dann steht der König auf. Ja? Und dann redet er laut auf Hebräisch. Der kann die fromme Sprache. Der kann die Sprache der Frommen. Fast geht es uns ein bisschen heute auch so, ja. Man muss klug sein, man muss Dinge unterscheiden, man muss nicht auf alles antworten. Man muss manchmal hinter die Fassade gucken, ja. Das ist ein hochaktuelles Thema. Eine psychologisch hochintelligente Rede. Der will natürlich nicht kämpfen. Der hat 185.000 Soldaten dabei. 185.000 erfahrene Soldaten. Das viel, mit großem Gepränge kommt er. Und die Stadt Jerusalem hatte ja keine Chance, sich dagegen zu verteidigen. Und dann nach allen Regeln der Kriegskunst hat der Rabschake oder der Tartan dann versucht, die Juden in Jerusalem irgendwie auseinanderzubringen und zum Aufgeben zu zwingen. Ja. Mit zum Teil schmutzigen Worten. Ja. Er sagt, ihr werdet eure Exkremente essen. Und dann lobt er sie wieder und sagt, er kommt doch heraus, dann kommt zu mir, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also diese. Auf der einen Seite das Lob, also Zuckerbrot und Peitsche, ja, klug und es reißt an den Männern auf der Mauer, ja, aber die hören auf Hiskia und antworten nichts. Gut, und auf diese Rede hin, die sich auch wirklich mal lohnt anzuschauen und durchzulesen, auf diese Rede hin folgt dann Hiskias Reaktion. Da steht 2. Könige 19, 1 bis 3, und da ist auch der Vers, den ich euch anschauen möchte. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Das gefällt mir gut. Ja, da ging ich in die Waffenkammer, da ging ins Haus des Herrn, das gefällt mir gut. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna, samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja. Der war nämlich auch in der Stadt. Hiskia und Jesaja waren in der Stadt. Zwei sehr prominente Leute. Ja. König und Prophet, ja. Sandte zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Warum? Weil dieser assyrische Feldherr vor der Stadt steht und böse Dinge in die Stadt Jerusalem hineinläuft. Das ist ein Tag der Schmach, des Schändens und des Lästerns, ja, steht in der alten Mutter. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gestutzt und habe gedacht, also wenn der Hiskia jetzt hätte ausrichten lassen, Jesaja bete für uns, schrei zum Herrn, morgen sind wir alle tot, wenn die Assyrer in die Stadt kommen, die häuten uns, die töten uns langsam, ja? Gott soll uns helfen aus der Situation, das hätte ich verstehen können, das wäre verständlich gewesen, das wäre für mich ein Gebet gewesen, wo ich sage, okay. Aber dass der Hiskia sagt, unser Problem ist, dass Kinder nicht geboren werden können, das passt für mich überhaupt nicht in den Text zusammen. Das ist ganz fremd. Also hätte Hiskia gesagt, Herr, hilf uns, hier stehen 185.000 Soldaten vor der Tür, das wäre logisch für mich gewesen. Aber die Bibel ist manchmal so schräg und die hat manchmal so Stellen, wo man sagt, die passen, da stolpert man quasi drüber. Ja? Jesus gibt manchmal Antworten auf Fragen, von denen man meint, sie wären nicht gestellt worden. Ja? Aber Jesus schaut dahinter, mitten ins Herz an und darauf antwortet er. Und so, diese Bibelstelle gehört für mich dazu, die war für mich so schräg und ich habe da aber auch nie irgendwo eine Antwort drauf finden können, bis irgendwann Gott dann mal Licht gegeben hat.
Die halten wir mal im Hintergrund, in den Hinterkopf, die Bibelstellen. Dann kommen wir gleich wieder zurück. Ja, jetzt gehen wir wirklich auch, mache mal Folgendes, ich erkläre euch kurz noch ein bisschen, wo wir uns da befinden, dass man ein bisschen Hintergrund hat. Das alles passiert im Jahr 701 vor Christus. 702, 701, die Jahreszahlen, die springen immer so ein bisschen, weil die Juden anders die Jahreszahlen zählen als die übrigen Völker. Also in Babylon und so, die haben immer erst das erste volle Regierungsjahr ihrer Könige gezählt. Während die Juden immer das Jahr zählen, in dem jemand König wurde. Ja, wenn er jetzt im Sommer König wurde, dann wurde dieses Jahr auch schon voll zu seiner Regierungszeit mit dazu gerechnet. Das machen die Babylonier nicht und deswegen changiert das immer so ein Jahr, 586, 587 oder hier 701, 702. Okay, also dieses Jahr 701, 702. Jerusalem wird belagert von dem assyrischen König Sanherib und der schickt seinen obersten General, den Rabschake, zur Belagerung nach Jerusalem auf. Er selber bleibt in Lachis unten. In Jerusalem sind Jesaja und Hiskia. Der Rabschake oder der Tatan, ja, der ruft seine Aufforderung zur Kapitulation laut in die Stadt hinein. Er redet auf Hebräisch sogar, ja, steht auf und redet auf Hebräisch. Ruft zum offenen Aufruhr gegen Hiskia auf und versucht die Bürger in Jerusalem für sich zu gewinnen und zur Aufgabe zu bewegen. Ja. Das ist eigentlich das, was wir da lesen. Und jetzt gehen wir in Johannes 3. Denn das Thema war ja, was haben Hiskia und Johannes 3 miteinander zu tun? Die ersten Verse habe ich schon gelesen heute Morgen vom Gebet, aber wir machen da Fortsetzung und lesen dann noch einige Verse weiter, damit wir das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus ein bisschen auch im Kopf haben. Nach Vers 6. Jesus sagt, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Das ist der alte Mensch, ja, wissen wir von Paulus. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist, das ist der neue Mensch. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Wie kann sowas sein? Ist vollkommen neu für Nikodemus. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Oder in manchen Bibelübersetzungen steht, bist du der Lehrer Israels und weißt das nicht? Das war eine heftige Kritik. Hier kommt ein 50-jähriger Mann, wahrscheinlich älter, Nikodemus, ja? Ein renommierter Theologe kommt zu einem Wanderprediger. Jesus war da mehr, da folgten ja schon tausende von Leuten ihm nach. Ja. Aber das darf man nicht unterschätzen, er kommt nachts, weil er sich schämt, ja, weil er vielleicht auch Angst hat vor seinen Kollegen. Und trotzdem sagt er, wir wissen, du bist. Er fängt schon falsch an. Ja. Wir haben gesagt. Ja. Und er sagt, wir können dich genau definieren, wir wissen, wer du bist. Weil das, was du tust, an Zeichen, an Wundern, an Heilungen, das kann nur jemand tun, mit dem Gott ist. Ja. Das ist schon mal ein großes Bekenntnis von einem pharisäischen Rabbiner, so einem jungen Mann gegenüber, der ja Zimmermann war und gar nichts gelernt hat in der Richtung. Respekt, da beugt sich jemand. Ja. Aber Jesus, der kommt nicht mit falscher Höflichkeit, sondern Jesus übernimmt relativ schnell das Gespräch. Ja. Und er sagt zu Nikodemus, du hast nichts verstanden. Setz dich. Wie soll ich das dem Theologen erklären? Entschuldigung. Sagt er, guck, der Wind, ja, der wieder weht. Du hörst den, ja, aber du weißt nicht, woher der kommt. Und so ist jemand, der aus dem Geist geboren ist. Ja. Das heißt also, Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, und Jesus sagt, ihr wisst nichts. Setz dich hin, hör zu. Ich erkläre dir jetzt was du noch nie gehört hast, was du aber wissen müsstest, weil du der Lehrer Israels bist. Ja? So verläuft dieses Gespräch auch. Mag das sehr, ja. Und wir spielen Mäuschen, setzen uns ganz still dazu und hören ein bisschen mit. Ja?
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Vers 9, ja, wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, von der Wiedergeburt? Wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel her niedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Deswegen werden auch wir eines Tages auferstehen oder entrückt werden, weil wir von oben herab geboren sind und unser Bürgerrecht oder unser Zuhause ist im Himmel. Deswegen gehören wir da wieder hin. Es macht uns ähnlich wie unser Herr. Ja? Deswegen gehören wir da wieder hin, deswegen werden wir eines Tages auferstehen. Niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht herrlich, ja? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richtet. Das wird auch kommen. Ja, das Gericht ist Christus gegeben, aber nicht jetzt, nicht zu dem Zeitpunkt. Noch ist Gnadenzeit. Aber er kommt und wird die Welt richten. Ja. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Bis dahin dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Was tut Jesus hier? Jesus beansprucht den Lehrer Israels. Ja, der Lehrer Israels kommt und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt zu ihm, du kannst nicht das Reich Gottes sehen, du kannst auch nicht verstehen, der hier vor dir sitzt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und dann sagt der Nikodemus, von neuem geboren, wie jetzt, für euch und für mich klingt das bekannt, weil es ist ja 2000 Jahre christliche Lehre, aber versetzt euch mal in einen Rabbiner rein, ja, der aus Hesekiel kommt, aus Jesaja kommt, aus dem Gesetz kommt, ja, der noch nie was davon gehört hat, von Wiedergeburt, von Neugeburt, von oben herab gezeugt werden, von einem neuen Menschen. Ja, der kennt den alten Menschen und der weiß nicht mal, dass der alte Mensch ein alter Mensch ist, der kennt sonst keinen. Aber erwartet Jesus nicht von ihm, dass er das weiß? Ja, sehr gut. Und wenn er sonst haut er ihm das ja nicht so um die Ohren. Das tut er. Ja, ja, ja. Das haben die Rabbiner damals verstanden unter das Gebärdenwerden aus Wasser. Was die darunter verstanden haben? Es gibt Ausleger, also es gibt Ausleger, die sagen, dass die Rabbiner oder die Juden überhaupt 7 Arten der Wiedergeburt gekannt hätten. Ich glaube das nicht, ich habe noch keine Quelle dafür gesehen. Also der Fruchtenbaum, der schreibt das in seinem Buch. Ja. Aber der kann keine Quelle angeben. Ja, weil der Nikodemus sagt, im Mutterleib. Im Mutterleib? Ja. Ja, ich wüsste nicht, dass jemand irgendwo außerhalb eines Mutterleibes ist. Nee. Ja, dieses Wasser, wie deuten das ja? Also auf die erste Geburt, okay. Aus Fruchtwasser, okay. Die Grundvoraussetzung, ja. Um dann die zweite Geburt zu erlangen. Ja, ja, genau, ja. Ja. Der Punkt ist der, Jesus fordert den Nikodemus schon raus und er sagt auch zu ihm, du müsstest eigentlich von der Wiedergeburt wissen. Warum? Weil du ein Lehrer Israel bist. Das heißt aber, dass er als Lehrer, wenn er als Lehrer Israels davon wissen konnte, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wo er das her wissen konnte, und zwar aus der Bibel, oder? Ja.
Und zwar aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, weil das neue Jahr nicht geschrieben war. Also muss die Wiedergeburt im Alten Testament stehen. So war meine Überlegung auch. Ja? Jesus überfordert den Nikodemus vollkommen. Ja? Und er sagt, wenn du kommst, Nikodemus, und da war mindestens ein Altersabstand von 20, 25 Jahren, ja? Wenn du kommst und sagst, du weißt, dann lass uns mal über die Bibel reden. Ja? Und dann fängt er an und legt der Eigentümer des Wortes dem Lehrer des Wortes sein Wort aus. Ja? Da sitzt der Eigentümer, da sitzt nicht nur ein Lehrer Israels, ja? Sondern da sitzt Gottes Sohn. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, so ist es bei einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Bist du ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Ich habe in den letzten 30 Jahren immer wieder gefragt, viele Christen, auch die schon lange im Glauben waren, und habe gesagt, wo steht denn im Alten Testament von der Wiedergeburt? Weil es muss ja drinstehen. Ja? Ich gehe davon aus, dass es Wiedergeburt erst ab Pfingsten gibt. Ja? Im Alten Testament noch nicht. Ja, die Propheten haben schon Gottes Geist bekommen, aber nicht in dem Sinne als Kindschaftsgeist. Der kam auf die und ging. Ja, aber die haben natürlich aus dem gleichen Geist geweissagt, wie auch wir wieder geboren sind. Das auf jeden Fall. Ja. Also meine Frage war immer, wo steht im Alten Testament von der Wiedergeburt? Und dann haben immer alle Hesekiel aufgerufen. Hesekiel 11 und Hesekiel 36. Ja. Ihr bekommt ein neues Herz und ihr bekommt einen neuen Geist, ja, sagt Gott. Sagt doch zu Israel, nicht zu euch unbeschnitten. Kann man sagen, gibt es ja am Ende so gleich im Gleich. Bitte? Galater 4, 29 haben wir gelesen. Ja? Das ja. Sind die Wiedergeburten, das heißt, dass die waren schon, einer waren wir schon bei Gott eigentlich. Ja? Bei Galater 4, 29? Ja, 29, ja. Vielleicht wird er zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte, der nach dem Geist geboren war. Okay, ja. Also die ganze von Geboren heißen, das waren schon zwei Sachen, ja. Einer nach dem Fleisch geboren und einer nach dem Geist. Ja. Würde ich gerne ein bisschen zurückstellen wollen, weil da kommt man so weit weg von Johannes 3. Ja, aber die Stelle ist. Ich trenne ich auch. Bitte? Ich trenne auch. Auch, ja? Ja, okay, ja. Würde ich auch, ja. 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 Darf ich noch eine Frage stellen? Das ist ja auch nicht so direkt jetzt. Ja. Aber ich frage mich immer, warum erwähnt Jesus hier, dass der Wind bläst, wo er will? Was soll dieser Satz dazwischen? Ja, ich denke, das hängt vielleicht ein bisschen mit dem geistlichen Ruach zusammen. Ja, mit dem hebräischen Hauch. Gottes Hauch, Ruach, Geist ist im Alten Testament dasselbe. Und das hat der Rabbi wahrscheinlich verstanden, weil es ja bei der Schöpfung und bei Adam und Eva auch war, ja, dass Gott seinen Hauch in den Adam gegeben hat und dadurch eine lebendige Seele daraus wurde. Ich glaube, sogar das hebräische Seele hat mit Hauch, mit Ruach zu tun oder mit Wind, ja? Dass da die gedankliche Parallele so ein bisschen ist. Das ist dasselbe Wort. Ist dasselbe Wort sogar, ne? Ja, danke schön. Ja. In Hebräisch. Gut, da braucht man jetzt Hebräisch, genau. Da braucht man Theologen für, ja? Also, nochmal, nichts gegen Theologen, ja? Ich schimpfe keine Theologen, ja? Das ist eine Sache, die uns ganz, ganz viel geholfen hat. Sonst hätten wir keine Bibel mehr in Deutsch, ja? Also gar keine Frage. Das Wissen schadet nicht. Spurgeon hat gesagt, Gott braucht nicht unsere Klugheit, aber noch wenig braucht er unsere Dummheit. Ja. Finde ich gut, ja. Nur das, also das, da geht es hier gar nicht drum, im Gegenteil, ja. Okay, also Jesus spricht mit Nikodemus über zwei Themen. Über zwei Themen, und zwar einmal über die Wiedergeburt, ja, man muss geboren werden aus dem Geist Gottes. Und das zweite Thema ist Golgatha, Mose, der in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss des Menschensohn erhöht werden, sagt Jesus vor seiner Kreuzigung. Ja. Das heißt also, Jesus spricht mit Nikodemus über diese beiden Themen. Ja. Ich rede jetzt ganz schlicht, wenn man in den Himmel kommen will, dann braucht man diese beiden Dinge. Ja. Einmal braucht man Golgatha, ja? Jesus gestorben für unsere Sünden, ohne dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, gibt es keine Vergebung.
Punkt 1. Punkt 2. Ich muss aber auch Glauben dran. Ich muss wiedergeboren sein, sagt Jesus. Ihr müsst von neuem geboren sein, sonst könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen und nicht ins Himmelreich kommen. Ja? Das heißt, um in den Himmel zu kommen, braucht man zwei Sachen. Golgatha, das objektive Heil, das ist einmal geschehen, das macht niemand ungeschehen. Wir glauben an Fakten, wir glauben beileibe nicht alles, was uns erzählt wird. Ja? Ich hoffe, ihr glaubt auch nicht alles, was euch erzählt wird. Prüft die Dinge, ob sie aus Gott sind, sagt die Bibel immer, ja. Das heißt, Glaube ist zunächst mal kein Gefühl, Glaube ist das Überzeugtsein von Tatsachen. Das ist eine sehr nüchterne Sache, ja. Das schließt das Gefühl nicht aus, aber das Gefühl ist nicht die Basis des Glaubens. Der Glaube forscht, prüft und wenn er überzeugt ist, dann glaubt er. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja. Einen Moment bitte. Ja. Das heißt, diese beiden Dinge sind notwendig, um in den Himmel zu kommen. Das objektive Heil, Golgatha, geschehen, ein für alle Mal und die Wiederkunft. Ja. Und Jesus redet mit Nikodemus über diese beiden Dinge und das freut mich sehr, weil der Ausgang jetzt auch von den Videos, die ich gemacht habe, der nimmt hier seinen Anfang. Das heißt, ich gehe nicht her und sage, ich rede jetzt über die 12. Posaune und das 35. Siegel, ja, sondern wir fangen hier zu den Füßen Jesu an. Ich möchte nochmal ganz bewusst sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich freue mich sehr darüber. Ja? Wir fangen beim Heiland an und bei heilsnotwendigen Dingen und nicht bei prophetischen Sachen, wo ich sage, das mag auch jemand anders vielleicht anders sehen. Ja? Sondern wir fangen hier an, in diesem Gespräch, wo Jesus mit dem Nikodemus über diese heilsnotwendigen Dinge spricht. Und da ist der Ausgangspunkt. Ja? Und den Herrn, den vergessen wir nicht, auch wenn es um Siegel geht. Ja. Denn Jesus bleibt da mit. Ich möchte das bewusst extra und absichtlich so sagen. Ja. Also Jesus öffnet jetzt den Nikodemus und uns die Augen fürs Alte Testament und erklärt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Und er gibt dem Nikodemus ein alttestamentisches Bild für Golgatha. Welches? Mose in der Wüste erhöht die Schlange. Die Schlange ein Bild auf Sünde. Die Schlange war ja aus dem Paradies her ein Bild für die Sünde. Christus erhöht auf Golgatha, zur Sünde gemacht, für uns die Sünden tragend, verworfen und wieder auferstanden. Ja? Christus wird auf Golgatha zur Sünde, für die Sünden der Welt. Das heißt, die Welt erhöht ihn zweimal. Er hat sie geschaffen und er hat sie bezahlt. Sie gehört ihm doppelt. Ja? Und für Golgatha gibt Jesus dem Nikodemus ein alttestamentisches Bild. Für die Wiedergeburt gibt er ihm keins. Ja? Er gibt ihm kein Bild fürs Alte Testament. Für die Wiedergeburt aus dem Alten Testament. Ja? Für die Wiedergeburt gibt er ihm kein Bild. Und uns auch nicht. Er belässt die Sache, wenn man so sagen will, auf sich. Und dieses Geheimnis bleibt dem Nikodemus und auch für uns bleibt verborgen. Ich habe ganz viele Bibelstunden über Johannes 3 gehört. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich niemand wirklich glaubt, dass man in Johannes 3 noch was finden könnte, was neu wäre. Ja? Außer man hört genau hin und fragt da bei dem ganzen Thema nach. Das heißt also, Jesus gibt für die Wiedergeburt den Nikodemus, wir suchen gleich Bilder im Alten Testament. Es muss ja im Alten Testament vorhanden sein. Warum? Weil Jesus Nikodemus tadelt und sagt, du bist doch der Lehrer Israels, warum weißt du das nicht? Ja? Also muss es im Alten Testament sein. Frage ist, wo? Golgatha ist im Alten Testament. Das wisst ihr auch. Gibt es ganz viele. Deswegen sind wir Christen, keine Juden. Wir schauen uns die auch gleich an. Und wir machen diese zwei Themen, die verfolgen wir ins Alte Testament. Wir gehen einmal ins Alte Testament und suchen Golgatha. Und dann machen wir genau dasselbe und gehen ins Alte Testament und suchen nach der Wiedergeburt. Ja? Weil beides muss ja im Alten Testament sein. Also Jesus tadelt den Nikodemus, dass er davon nichts weiß, aber er gibt ihm kein Bild. Und woher hätte Nikodemus wissen können davon? Aus dem Alten Testament. Warum? Weil das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Ja, es gab ja nur das Alte. Wenn das so ist, dann muss also beides im Alten Testament enthalten sein. Jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele für Golgatha im Alten Testament. Da werden wir alle zustimmen. Also wenn Isaak das Brandopfer uns auf den Berg Moria trägt, das ist ein ganz, ganz deutliches Bild auf Golgatha. Abraham und Isaak, ja. Wenn beim Auszug Israels aus Ägypten Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Ja, die sind durch Blut erlöst worden. Wenn der Priester seine Hand auf den Bock legt, von dem Ziegenbock und die Sünden des Volks auf den Ziegenbock überträgt und der dann in die Wüste geschickt wird. Das ist der Sündenbock, das hat man im Deutschen ja immer noch. Ja?
in die Wüste gebracht, kommt von da. Wenn in der Bibel steht, das Verflucht ist, wer am Holz hängt, zitiert Paulus in Galater 5, und wendet dort auf Jesus an, der ein Fluch würde für uns, damit wir frei werden. Steht schon in 5. Mose 21. Ja. Viele, viele Opfervorschriften, Rede von Golgatha. Blut wird vergossen zur Vergebung von Sünden. Und wenn Mose in der Wüste die Schlange hält, ja, das, was ich hier zeige, dürfte ich in der Synagoge nicht zeigen. Ja, die würden mich sofort rauswerfen. Ja, bei euch kann ich das zeigen. Warum? Weil ihr Christen seid. Ihr glaubt, ich glaube das auch. Ja? Das heißt, wir lesen das Alte Testament mit Gottes Geist und verstehen, dass das Alte Testament Bilder hat, die auf die Kreuzigung Jesu schon hinweisen, Jahrtausende bevor das passiert. Ja, lesen die dann nicht da in der Bibel? Bitte? Lesen die Juden dann nicht in ihrer Tora? Ich meine, die lesen doch vom Auszug Israel. Ja. Von klein auf. Ja. Lesen in den Schriften und die studieren dort auch drin. Oder lesen die eher den Talmud, die Auslegungen? Ja, beides. Also die lesen schon auch die Schrift und auch das Gesetz. Ja? Die haben natürlich mit dem Talmud viel zu tun. Also die Juden lesen beides. Der Talmud ist ja noch viel dicker als die Bibel und manchmal verlieren die sich da drin. Aber wenn man die nach diesen Stellen fragt, im Alten Testament erklären die alle weg. Das kann nicht sein, weil das darf nicht sein. Wenn das wahr ist, dann gibt es kein Judentum mehr. Dann gibt es nur noch Christen. Pardon? Ja? Ja? Die deuten die um, ja? Die deuten die um. Die erklären die Hecke, deuten die um. Entschuldigung, die scheuen sich auch nicht davor, manche Unwahrheit zu sagen. Also, ich habe zum Beispiel mal jemanden, ich mache das nur ganz kurz jetzt, einen Rabbi angefragt wegen dem Tempel und habe gesagt, ihr habt ja gar keine Vergebung der Sünden, weil ihr keinen Tempel habt. Kein Tempel? Kein hohen Priester, keine Opfer, keine Reinigung. Wir haben Tempel, hohen Priester, Opfer, Reinigung in Christus. Aber die nicht. Und er sagt, wir brauchen keinen Tempel, weil wir ja auch keine rote Kuh haben. Ja, sagt klar, jemand, der keine Augen hat, sagt, ich brauche keine Augen, ich habe ja keine Brille. Ja? Und er sagt auch, dass die Opfer im Tempel nur gebracht werden müssen für die Opfer, die aus Versehen passieren. Und das gelogen. Das gelogen. Ich habe es nachgeguckt, ich habe auch ein Video darüber gemacht, ja, wenn man das sieht. Es gibt Opfer, die versehentlich passieren, wofür auch geopfert werden muss im Tempel. Aber es gibt auch Sünden, die vorsätzlich begangen werden, die, wofür auch geopfert werden muss. Also da fängt der Rabbi an und der hat ein Riesenproblem, sich da zu argumentieren. Aber was ich sagen, die Rabbiner erklären das weg. Und manchmal fangen die auch an und sagen die Unwahrheit. So sagt man das höflich, wenn man das gerade sagen würde und sagen, die fangen an zu lügen. Weil deren ganzes Judentum bricht zusammen. Was machen die denn heute mit den bewussten Sünden? Wie gehen sie denn damit? Ja, die sagen, dass das genügt, wenn sie an den Tempel denken oder sich Richtung Jerusalem gedanklich wenden und dass Gott das Herz ansieht. Und das kennen die aus dem Christentum natürlich auch. Und wenn Gott sieht das Herz an und dann wird das Herz auch, dann vergibt auch Gott ohne diese Opfer. Und ich sage dann immer, ja, das ist bei Christen ist das so, ja, wenn man an Jesus Christus glaubt. Aber wenn man Jude ist und angehalten ist, das ganze Gesetz einzuhalten, dann gelten die Gesetze über die Reinigung von Sünden als zentralstes Gesetz. Was ist los mit euch? Warum habt ihr keinen? Was ist ein Riesenthema? Und eigentlich vor Gott gibt es kein Judentum mehr. Es gibt vor, als menschliche. Bitte? Die rote Kuh ist schon gezüchtet. Ja, ja, klar. Die rote Kuh ist Christus. Ja, aber ich meine jetzt die Jungs. Ja, die machen viele Dinge. Menschen machen viele Dinge. Ja. Ja, das ist auch unser Thema, dass wir uns da eng an die Bibel halten, weil manches rankt sich so da drumherum, ja, nach 3.500 Jahren Judentum und 2.000 Jahren Christentum. Was ich hier nur zeigen will, ist, dass wir, also es gibt ja noch mehr Bilder dafür, ja, Golgatha im Alten Testament, das ist uns eigentlich sehr geläufig und da möchte ich dann festhalten, weil dieser eine Gleisstrang, der läuft jetzt parallel zu dem zweiten Gleisstrang. Der zweite Gleisstrang ist die Wiedergeburt und da gehen wir jetzt denselben Weg. Ja, wir fragen jetzt, wo ist denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Wo und vor allem, wie finden wir die Wiedergeburt im Alten Testament? Und seit 30 Jahren frage ich also immer rum und sage, du weißt wo die Wiedergeburt im Alten Testament ist. Ja, ich habe da Gemeindeleiter nachgefragt, promovierte Leute und einfache Leute. Jeden frage ich so, weißt du von der Wiedergeburt im Alten Testament? Alle,
die ich gefragt habe, wenn sie geantwortet haben, haben alle gesagt in Hesekiel. Hesekiel 11 oder Hesekiel 36. Alle. Es gibt eine Ausnahme, ein Bibellehrer aus Liebenzell, ist aber mittlerweile auch pensioniert. Der hat zu mir gesagt, in Jesaja 66 ist nochmal die Rede davon. Sagt, du bist der Erste nach vielen Jahren, der eine andere Stelle nennt als Hesekiel. Ja? Alle anderen also haben Hesekiel genannt, auch nachvollziehbar. Hesekiel 11 steht, und ich, Gott, will ihnen, Israel, ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Jetzt sagen wir, dann besteht auch nochmal im sinngemäßen Hesekiel 36, ja, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Jetzt wissen wir natürlich als Christen, neutestamentlich, wenn neutestamentlich jemand ein neues Herz hat oder Gottes Geist hat, dann ist er Christ, dann ist er gläubig, dann ist er auch wiedergeboren. Keine Frage. Zweifelt das da nicht an. Ja? Mir geht es jetzt aber darum, genau zuzuhören. Denn Jesus sagt ja zu Nikodemus nicht, Nikodemus, du brauchst einen neuen Geist oder du brauchst ein neues Herz. Jesus sagt, du musst komplett neu werden, Nikodemus. Das heißt also, hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz oder einen neuen Geist, dann wäre dem Nikodemus aller Wahrscheinlichkeit nach Hesekiel eingefallen. Warum? Weil der der Lehrer Israels war, der kannte die Bibel auswendig. Ja? Der kannte die Bibel auswendig. Und wenn Jesus sagte, du brauchst einen neuen Ruach und ein neues Herz, ja, dann hätte er gesagt, da steht ja in Hesekiel. Das tut Jesus aber nicht. Ja? Warum nicht? Weil Jesus den Nikodemus fordert. Und weil es um was ganz anderes geht, was viel tiefgreifenderes als das, was jetzt in Hesekiel angedeutet ist. Es geht darum, dass der ganze Mensch komplett neu wird. Und damit überfordert er absichtlich den Nikodemus. Ja? In Hesekiel geht es um Herztransplantation und Geistesgaben. Aber es geht nicht um Geburt. Hört ihr das? Und man weiß sonst gar keine Stelle aus dem Alten Testament. Und das hat mich auch stutzig gemacht. Wenn ich nach Golgatha frage und sage, wisst ihr, wo Golgatha im Alten Testament ist, dann werden mir viele Stellen genannt. Ja? Die sind geläufig unter uns Christen. Warum? Weil wir Christen sind. Wenn man nach der Wiedergeburt fragt, und wie die Wiedergeburt ist heilsnotwendig, haben wir ja gesagt, genau wie die Wiedergeburt ist, genauso wichtig wie Golgatha. Und die muss ja auch im Alten Testament stehen, aber wir Christen wissen das nicht. Und ich empfinde das als einen Missstand. Ja? Das ist ein Missstand. Ja. Wir haben natürlich die Wiedergeburt als neutestamentliche Lehre verinnerlicht, vor allem als Evangelikale. Die Landeskirche bei weitem nicht. Luther hat nicht so viel über Wiedergeburt geschrieben. Luther hat über Glauben geschrieben. Der Glaube an Christus, das war sein Aufsatz, nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist eher eine evangelikale Thematik. Und es steht im Neuen Testament sicher 150 Mal vom Glauben und 5 Mal von der Wiedergeburt. So ist die Gewichtung. Ja, das muss man auch mal wissen. Trotzdem ist die Wiedergeburt natürlich eine biblische Wahrheit, keine Frage. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand im neutestamentlichen, biblischen Sinne ein neues Herz hat und Gottes Geist hat, dann ist er Christ. Und wenn er Christ ist, ist er auch wiedergeboren. Nur hört mal genau, was Jesus sagt. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst geboren werden. Ja? Und das steht hier nicht. Ja? Hier steht von einer Herztransplantation von Geistesgaben. Ja? Der Punkt ist der, dass dem Nikodemus das nicht niemals in den Sinn gekommen wäre, Hesekiel hier zu zitieren. Wir machen ja eine assoziative Brücke, um Hesekiel verstehen zu können. Ja? Wir sagen, jemand, der ein neues Herz hat, hat jemand von euch ein neues Herz hier? Teilweise. Super, aber geistlich, oder? Ja, ich auch. Wir alle haben ein neues Herz im Geist, gehe ich doch mal von aus. Ja? 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 Wer hat denn tatsächlich ein neues Herz gekriegt, also ein fleischliches? Teilweise. Und das ist schon mal ein Anfang. Ich will euch noch ein bisschen mitnehmen, Nikodemus denkt ganz irdisch, ganz konkret, biologisch, kardiologisch. Genau. Ja? Weil der geistlich nicht kennt.
Für uns, wir müssen gedanklich einen Schritt zurückgehen. Ja, wir müssen uns in den Nikodemus reinversetzen. Wie hat der gehört? Wie hat er das verstanden? Ja? Und wenn Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, dann hat er gesagt, ja, bei meiner Mama oder? Ja? Der hat nur noch Bahnhof verstanden, der Nikodemus. Wie soll das zugehen? Soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von neuem? Wie soll denn jemand geboren werden, wenn er alt ist? Ich habe das nur gelernt, der Mann weiß das gar nicht. Ja. Das ist die Lust. Das ist das Problem, ja. Und ich muss gestehen, ich habe mich dann runtergenommen und habe gesagt, ich bin auch jahrelang als Christ rumgelaufen und wusste das auch nicht. Ich wusste auch nicht, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament. Und ich war erstaunt, dass mir das über Jahrzehnte hinweg niemand sagen konnte unter der Christenheit. Also wir dürfen eigentlich nicht auf den Nikodemus zeigen, sondern wir müssen eigentlich uns ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Ich mich an meine, was ihr mit eurer Nase macht, ist auch eine Sache. Ja. Aber ich glaube, dass da dass man immer auch ein bisschen... Ich kann den Nikodemus gut verstehen. Ja. Ich habe Respekt vor dem Mann. Der hat lange gebraucht für seine Entscheidung, aber er hat ihn dann getroffen. Gut, ja. Ich habe noch mal eine Frage. Du sagst also, der ganze Körper muss da neu geboren werden. Nee, ich sage Jesus, Entschuldigung. Ja, okay, naja gut, also du zitierst jetzt hier Jesus. Ja. Und trotzdem, ich sage, ich bin wiedergeboren, aber ich spüre meinen alten Adam noch. Also da ist schon noch ganz viel Leben, die hat da noch zuckt. Ja. Und trotzdem sage ich, ich habe ein neues Herz und einen neuen Geist, ja. Aber der alte Adam zuckt noch. Beides ist nebeneinander da. Der neue Mensch und der alte. Beides ist da. Ja? Das heißt, wir sind, unser alter Mensch stirbt auch genauso, als wenn wir nicht wiedergeboren wären, als wenn wir keine Gläubigen sind. Warum stirbt unser alter Mensch? Weil wir Moses Gesetz übertreten haben. Weil der alte Mensch das Gesetz Mose übertreten hat. Das ist der Grund, warum der Mensch stirbt. Hätte der alte Mensch das Gesetz des Mose gehalten oder könnte er es halten, würde er leben, weil der sagt, Gott sagt das. Tue das und du wirst leben. Und weil unser alter Mensch das nicht getan hat, deswegen sterben wir. Der alte Mensch, der neue Mensch in uns, der neue Mensch in uns ist nach Christus gestaltet, oder? Ja. Hat das Gesetz irgendetwas an Christus auszusetzen? Nein. Nein. Wer hat das Gesetz denn überhaupt gegeben? Er selber. Hat das Gesetz in irgendeiner Weise was auszusetzen an Christus? Überhaupt nicht. Warum? Weil Jesus das gegeben hat. Ja? Und deswegen ist der neue Mensch in uns, der nach Christus geschaffen hat, der wird vom Gesetz nicht getroffen. Wenn das Gesetz zu unserem neuen Menschen kommt, dann sagt das Gesetz, ich weiß gar nicht, was ich habe mir nichts auszusetzen. Im Gegenteil, Entschuldigung, dass ich nur in der Nähe bin, ja? Weil ihr gehört zu Jesus. Jesus hat das Gesetz gegeben und in der Bergpredigt verändert er das. Da sagt ihr, euch ist gesagt, dass ich aber sage euch, da haben die Rabbiner gesagt, du darfst das Gesetz Gottes nicht ändern. Doch darf er. Warum? Weil er Gott ist. Ja? Das heißt, Jesus macht sein eigenes Gesetz noch schärfer. Und deswegen, ja, unser alter Mensch ist noch da, der macht uns Sorge, der ist hochmütig, der ist launisch, der ist faul, der ist bequem, der ist egoistisch. Das ist noch in uns. Und gleichzeitig ist der neue Mensch in uns. Warum? Weil wir diesen Egoismus und diese Faulheit spüren überhaupt in uns. Als alter Mensch waren sie nämlich vollkommen egal, oder? Ja? Und deswegen kämpfen die zwei Naturen miteinander. Bis irgendwann der neue Mensch so weit fertig ist, dass er in den Himmel kommt. Dann kriegen wir Krebs und dann sterben. Naja, aber ist das nicht genau das neue Herz und der Geist? Ist das nicht genau das neue Herz und der Geist, das nach der Wiedergeburt das jetzt in uns lebt? Ja, ja, klar. Aber meine Arme sind ja immer noch die gleichen. Ja. Also ich verstehe den neuen Menschen, dass er komplett neu ist. Alles. Bis zu den Zehen. Kopf bis zu den Zehen. Ja, das ist ein schönes Bild, ja? Ja. Mit Schatz im irdenen Gefäß. Ja, Gottes Geist im irdenen Gefäß. Paulus geht so weit und sagt, ich sündige nicht mehr. So sündige nun nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Warum? Weil er sich ganz als neuen Menschen in dem Moment sieht. Er urteilt, er recht, er haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, mit Christus. Er rechnet euch, das ist eine Kalkulation. Das empfinden wir nicht. Das empfinden wir nicht und ihr empfindet das auch nicht, ja?
Das ruft uns Gottes Wort zu. Deswegen brauchen wir schon mal eine Predigt, wo uns dann jemand zuruft, dass wir wieder ein bisschen geistliche Chiropraxis kriegen. Dass wir hören von einer Wahrheit, die nicht in uns ist. Ja? Unser Gefühl sagt uns was anderes. Das Wort ruft uns in dieses zertrümmerte Gefühl oder in verzagtes Herz und betrübten Geist, ruft uns die Verkündigung des Wortes Gottes, die Wahrheit in Christus hinein. Und die gibt uns Freude. Und diese Freude, die ist Kraft für uns. Ja? Weil die Freude am Herrn ist, die unsere Stärke. Deswegen kommen wir Predigt. Essen wir, leben wir von. Ja? Ich gebe aber noch mal ein bisschen weiter. Wenn Jesus zu Nikodemus gesagt hätte, du musst ein neues Herz haben, dann hätte Nikodemus vielleicht an Hesekiel gedacht. Weil da steht es. Aber das tut Jesus nicht. Jesus tut was ganz anderes. Er sagt, du musst komplett von neuem geboren. Nicht nur ein neues Herz, sondern neue Lungen, neues Gehirn, neue Hände, neue Arme, der ganze Mensch neu, komplett neu. So neu, als ob er neu geboren wäre. Ja? Und zwar nicht im Gefühl, sondern im Geist und in Wahrheit. Und die Frage ist dann, welche Bibelstelle Jesus gemeint hat. Und da möchte ich mit euch eine Bibelstelle lesen aus Jeremia 4, Vers 15. Jeremia ist auch voll von diesen Stellen über Geburt, weil das Bild für die neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament ist das Bild der Geburt oder des Wehen, der Wehen bekommen und des Gebärens. Das ist das Bild für Wiedergeburt im Alten Testament. Und das finden wir, wenn wir das, da mal die Spur aufgenommen haben, dann finden wir das sehr häufig. Jeremia 4, von Vers 15 ist fast nicht zu lange. Also da geht es eigentlich darum, dass von Norden ein Volk kommt, und zwar das babylonische Volk, und die Stadt Jerusalem angreift. Ich lese mal nur diesen Vers 31. Denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet, ach weh mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Jeremia hatte eine Vision. Jerusalem wird angegriffen von den Babyloniern, kurz vor der babylonischen Gefangenschaft. Und er sagt, das hier ist, was ich hier sehe, ist so, als ob eine Gebärende in Angst ruft und eine, die in ersten Kindsnöten ist. Als ob Zion schwanger ist, als ob Zion in Wehen liegt. Ja, das ist das Bild. Jeremia 30, Vers 6, auch eine sehr bekannte Stelle. Da steht auch wieder von Geburt und von Gebären, und zwar noch deutlicher als in Jeremia 4. Da schreibt der Jeremia, forscht doch und seht, ob Männer gebären können, ja? Ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten, und alle Angesichter so bleich sind. Die Lutherbibel sagt, forscht doch und sehet, ob ein Mann gebären könne. Männer können das nicht. Ja, das können nur Frauen. Wieso gebären denn wir Männer? Was ist das für eine seltsame Aussage? Der Jeremia sagt, forscht, ob Männer gebären können, sagt er, das ist vollkommen absurd, dass Männer in unserer verrückten Zeit, da passieren so Dinge, dass man anfängt, dass Männer Kinder bekommen sollen. Ja, klar. Das ist aber typisch für unsere Zeit, oder? Ja, wo alles auf den Kopf gedreht wird. Aber damals, forscht, ob Männer gebären können. Wie kommt es denn, dass alle Männer hier schwanger sind? Die haben alle ihre Hände auf ihren Hüften, als ob sie schwanger sind. Ist das eine komische Bibelstelle? Das ist eine seltsame Bibelstelle. Die ist fast so seltsam wie die von Hiskia, oder? Ja? Oder in Micha 4, Vers 9. Warum schreist du denn jetzt so laut? In Klammern Jerusalem, in Klammern Zion. Warum schreist du jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh oder die Wehen angekommen ist, wie eine in Kindsnöten? Ja, wie ist denn Jerusalem schwanger? Hat Jerusalem Wehen?
Und wann? Und wie kommt der Mischa dazu, solche Aussagen zu machen? Leide doch solch Weh und Kreise, also von Kreise ab, schreie, ja? Leide doch solches Weh und schreie, du Tochter Zion, wie eine Kindsnöte. Kommt Zion in Kindsnöte, kommt Zion in Wehen? Was ist denn los mit Zion? Was meint denn die Bibel da? Ja? Andere Frage, was meint Gott damit, dass er zu Mose sagt, mach eine eherne Schlange und richte die auf? Naja, das ist ein Bild auf Jesus. Einverstanden. Was meint Jesus damit, dass Zion in Wehen kommt? Das ist ein Bild für die Wiederkunft. Versteht ihr das? Das sind zwei Stränge desselben Gleises. Ja? Und das eine Gleis kennt ihr, das ist den einen Strang, der führt euch ins Alte Testament zu Golgatha, zu Bildern. Ja? Und das andere führt euch ins Alte Testament zur Wiedergeburt, zu Bildern für Geburt. Geburt, Wehen, Schwangerschaft, Gebär. Ja? Im Alten Testament steht ja nicht vom Kreuz von Golgatha wörtlich. Wenn ihr eine Konkordanz nehmt und sucht Kreuz von Golgatha, findet ihr das im Alten Testament nicht. Ja? Was finden wir denn? Bilder, die ausgelegt werden müssen, die herrlich sind. Mose, Schlange erhöht, Christus wird zur Sünde, wird auch erhöht. Ja? Wir verstehen die Worte ja schon, weil wir von Golgatha denken. Versetzt euch jetzt aber mal 2000 Jahre zurück, wo Golgatha noch zukünftig war. Und hört mal, was Jesus sagt. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Wo erhöht? Geht er auf den Turm irgendwo in Jerusalem? Bauen die dem einen Hochsitz? Geht er hinauf zum Tempel? Was meint Jesus? So muss des Menschensohn erhöht werden. Wir hören schon Golgatha. Warum? Weil ihr assoziativ viel weiter seid. Weil wir alle Christen sind. Hört das mal als Hebräer. Hört das mal als Alttestamentler. Ja? Hört das mal als jemand, der im Jahr 25 nach Christus in Jerusalem gewohnt hat und im Gespräch bei uns. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren. Was? Ja? Ihr als Christen, kein Problem. Jesus redet von Golgatha. Nein, redet er nicht. Noch nicht, er redet noch verschlüsselt. Paulus redet offen. Kurz vor seinem Tod redet Jesus offen. Dann sagen die Jünger, jetzt wissen wir, dass die Wahl nicht vom Vater. Jetzt redest du nicht in Gleichnissen, jetzt redest du offen. Sagen die Jünger mit Jesus. Hier redet Jesus noch in einem hebräischen, alttestamentlichen Bild. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Ja? Auf dem Stock oder wie? Ja? Denn Nikodemus, der ist da rausgegangen. Das, ja? Aber als Jesus dann erhöht wurde, da ist verstanden. Boah. Das muss dem ja. Jesus geht das von aus, er sagt ja, du weißt es nicht. Genau. Der fragt, also, der fragt, also nicht, dass er es nicht wissen kann, oder geht er davon aus, dass er es hätte wissen müssen? Jesus wusste, dass es Nikodemus nicht weiß, und er zeigt es dem Nikodemus, und dann fragt er in hebräisch-rabbinischer Weise nach. Das ist eine rhetorische Frage. Der kannte den Nikodemus nun auswendig. Jesus war Gott, Jesus war ein König, der war mehr als Salomo. Das heißt, Jesus hat Nikodemus nach rabbinischer Lehrart bewusst in einen Fragenkomplex involviert, der dem Nikodemus zu hoch war. Warum? Weil Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Du bist ein Lehrer. Nein, sagt Jesus, ich bin kein Lehrer, ich bin ein Prophet, ich bin mehr als ein Prophet. Hier sitzt mehr als Salomo, Nikodemus. Was ist denn los mit dir? Bist du blind oder was? Siehst du nicht, wer hier sitzt? Hast du nicht gehört, was von dir geredet ist? Tausende folgen mir nach. Das ist mein Land. Ja? Das ist mein Wort. Du gehörst mir, weil ich dich geschafft habe. Das war ja bescheiden, wie Jesus mit dir redet. Oh, wie soll ich dir das erklären? Du bist ein Theologe, Nikodemus. Nichts gegen Theologen. Ja? Der sagt, die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, die redet über den Tempel, über Anbetung im Geist. Das war keine Theologin. Denn mit Nikodemus redet der wie mit dem Kind. Ah, siehst du den Wind da draußen, die Blätter, wie die da wirbeln? So ist jemand, der aus dem Geist geboren ist.
Du kannst den nicht verstehen, wenn du nicht selber geboren bist. Ihr könnt nicht verstehen, wie eine Banane schmeckt, bis ihr reingebissen habt. Oder? Niemand kann euch erklären, wie eine Banane schmeckt. Das kann man nicht erklären, da muss man reinbeißen. Ja? Niemand kann euch erklären, wie das ist, aus dem Geist geboren zu sein, Jesus lieb zu haben. Das kann man nicht erklären, das muss man erlebt haben. Nikodemus, wenn du nicht ganz von neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kommst du hier rein und sagst, du glaubst, du wüsstest, ich wäre Lehrer von Gott gesandt, Nikodemus. Jetzt setz dich und hör mir zu. Und dann fordert Jesus den Mann. Und euch auch und mich auch. Er fordert uns auch. Ja? Es genügt nicht, mit dem Finger auf den Nikodemus zu zeigen und sagt, tut mal mehr da. Ja? Da bin ich gemeint. Weiß ich mehr als Nikodemus? Habe ich das verstanden? Interessant, Jesus spricht mit den Frauen ganz anders. Ne? Ja. Ganz anders spricht, nicht so wie mit den Kadetten. Super. Und auch die Frau antwortet ja ganz anders. Genau. Ja. Die sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Und das Erste, was die fragt, ist, hier anbeten oder in Jerusalem? Mhm. Ja, interessiert das eine Frau am Jakobsbrunnen, die da nachmittags ihr Wasser holt, weil sie schämt sich und hat 5 Männer gehabt und denkt die an sowas? Ja, offensichtlich. Warum? Weil Erste Letzte sind. Und Letzte sind Erste. Die vorne stehen, die sind am Ende ganz hinten, sag ich hier. Und die hinten sitzen. Ihr seid immer ganz vorne. Ist das nicht schön? Ich finde das wunderschön. Und so ist richtig. Dass die immer vorne sind, die oben sind, die Reichen, die immer gehärkt, die werden am Ende die Letzten sein. Das ist gerecht. Die Letzten, die Allerletzten, das sind die Ersten. Alles dreht sich auf den Kopf bei Jesus. Damit alles wieder gerade steht, ja. Da ihr versteht das Gespräch, ja? Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Und Jesus sagt, du bist ganz auf der falschen Fährte. Ja? Und dennoch frage ich mich, warum spricht er denn nicht offen mit ihm? Ja. Was soll denn dieser Geheimnistuerei? Ja. Ich meine, vorher hat er ja, sieht man ja in Johannes 2, dass er die Menschen kannte. Er wusste wohl, was im Menschen war. Ja. Und er wusste genau, was der für ein Problem hat. Dann soll er ihm das doch einfach klar sagen. Ja. Warum hat er das nicht gemacht? Habe ich mich auch oft gefragt. Ich glaube, dass Jesus das... Warum? Jesus gibt ihm ja ein Bild, ein alttestamentliches Bild für Golgatha, gibt er ihm eins. Und da ist für uns eine kleine Türe, wo wir sagen, oh, die Tür gehe ich auch mal. Und dann gehe ich da durch und gucke im Alten Testament und lese, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Und verstehe plötzlich, dass Paulus sagt, Christus zur Sünde gemacht. Und dann finde ich noch andere Bilder in der Bibel und dann im Alten Testament und dann sage ich, oh, da ist ja überall Golgatha, und dann glaube ich an Jesus. Weil ich das in der Bibel finde. Bin ich überzeugt. Und jetzt sage ich was vielleicht schwierig nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass die Wiedergeburt Jerusalem so ein endzeitliches Geheimnis ist. Das ist erst für die letzte Zeit. Und deswegen hat Gott das verborgen. Denn ich bin ganz deiner Meinung, das hätte Jesus ja offen sagen können. Ja, er hätte ja sagen können, Nikodemus, du musst wiedergeboren werden. Denn die Verheißung der Wiedergeburt, der Neugeburt, ist für Zion, speziell für Jerusalem, für die Königstadt Gottes vorhergesagt. Und zwar in Jeremia 4, in Jeremia 30, in Jesaja 66, in Psalm 5, ja, das hat Jesus, warum macht er das nicht? Warum verschweigt das Gottes Wort? Weil das ein Geheimnis ist. Warum steht in 2. Thessalonicher 2 nicht, welcher Antichrist sich in welchen Tempel setzt? Warum steht da nicht, warum sagt Paulus Müller, ihr wisst doch, da haben wir drüber gesprochen, als ich bei euch war. Oh, wäre ich da gern bei gewesen? Und ihr ja auch, oder? Ja? Gott hat das durch seinen Geist so geführt, dass das verborgen ist, das ist ein Geheimnis. Das gehört auch nicht jedem. Das gehört euch, wenn ihr Jesus nachfolgt. Nicht, wenn ihr klug seid, klüger als andere, sondern wenn ihr im Glauben gehorsam seid, dann gehört euch das. Das gehört der Welt nicht. Das sind Geheimnisse in Gottes Wort. Das ist verborgen, das verhüllt. Das wird euch aber offenbaren, mir auch. Warum? Weil Gott gnädig mit uns ist. Nicht, weil wir klüger werden. Ja? Und wenn die Zeit abläuft der Welt, dann offenbart Gott solche Dinge in der Bibel. Für mich ist nicht Covid Endzeitstimmung. Für mich ist das, was ich hier finde, Endzeit. Ja? Und zwar keine traurige Endzeit, sondern ich sage, hier tut sich was. Da erodiert was, da bröckelt was, da fällt was ab. Unter diesem Lava-Haufen kommt plötzlich ein purer Klumpen Gold raus. Ja? Das ist eigentlich der Grund. Deswegen mache ich auch die Videos.
Ich sage plötzlich, wir finden Sachen in Daniel, wo plötzlich, das ist alles homogen, das ist eins. Und dann sage ich, das ist ein Zeichen dafür, dass die Bibel was bewegt, dass Gott kommt. Ja? Und auch die Erwartung der damaligen und auch der jetzigen Juden wird zerbrochen werden. Und den Messias, ja, nicht, aber ja, auch unsere Erwartung. Ja, ja. Ganz einfach. Aus dem Grund ist das auch ein Geheimnis. Ja? Ganz einverstanden. Ja. Die Juden müssen sich irgendwann bekehren zu dem wahren Messias und sogar wir Christen, wir müssen uns in vielen umkehren zu dem wahren Jesus. Ja. Ja. Okay, also alle diese Stellen, die wir gelesen haben, die stehen zunächst mal im Alten Testament, jetzt mal abgesehen von dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, die stehen alle ausnahmslos in Verbindung mit Jerusalem. Und immer dann, wenn Jerusalem von einem ausländischen Heer belagert wird. Immer. Ja. Ganz, ganz häufig findet man die. Und dabei wird dann die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung, die wird mit Geburtswehen verglichen. Das ist ein Bild. So wie ein Bild auf Golgatha die Schlange in der Wüste ist, so ist ein Bild auf die Wehen Zions die Angst der Belagerung. Und auch die Stelle in 2. Könige 19, die gehört auch dazu. Ja? Und wenn wir die jetzt nochmal lesen, dann bekommt die ganz anderen Inhalt, ein ganz anderes Verständnis auch. Das wollte ich euch so in dem ersten Sitz zeigen. Jetzt haben wir 10:45, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde überzogen, kann das sein? Ich glaube, wir sollten eine Viertelstunde machen. Bitte? Ich glaube, eine Viertelstunde. Sollen wir noch eine Viertelstunde, oder habt ihr noch eine Frage? Und da würde ich vorschlagen, dann machen wir Pause. Machen die Fragen noch und dann machen wir Pause von 10 vor bis 5 nach, ja? Und dann machen wir den zweiten Teil. Ja? Ja? Da war noch eine Frage. Ja, dieses Gespräch steigert sich ja in das Unverständliche, aber bei Vers 5, Johannes 3, 5, da sagt ja Jesus zunächst, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Und das Wasser war ja für Nikodemus eigentlich eine übliche, ja fast alltägliche Angelegenheit, oder nicht? Ich denke jetzt an die Waschungen, die sie vollzogen haben. Ja, unbedingt. Also die Juden haben ja bestimmte Reinigungsvorschriften gehabt in Waschungen. Dieser Vers wird halt von vielen Christen oder christlichen Auslegern halt zum Teil aufs Fruchtwasser in der wie sagt ihr, heißt es Fruchtblase? Das ist Fruchtblase, kenne ich noch nicht so aus. Ich habe auch vier Kinder mit meiner Frau gehabt. Fruchtblase heißt es, glaube ich. Ich kenne mich deswegen damit nicht so aus, weil ich das überhaupt nicht biologisch einordne. Ich bin ja kein Nikodemus. Ja? Ja, ich verstehe das geistlich. Ich rechne auch nicht 9 Monate für eine Wiedergeburt, weil das nicht passt. Ja? Ich rechne 9 Monate, weiß ich, dass eine normale Geburt dauert, glaube ich, 9 Monate. Ja? 9 Monate? Eine Schwangerschaft dauert. Habe ich Geburt gesagt? Merkt ihr mich da gar nicht? Dann müsst ihr auch ein Kinderarzt hier vorne stehen. Ja, eine Kinderärztin. Ja? Ja? Ich übertrage das nicht ins Biologische. Warum nicht? Weil Jesus das nicht biologisch meint. Nikodemus hat das biologisch verstanden. Aber es war falsch. Es ging nicht um Biologie. Er musste nicht wieder zurück in den Leib seiner Mutter und neu geboren werden. Ja? Deswegen gehe ich auch hier nicht so sehr ins Detail. Ich verstehe das zum Beispiel, ich für meinen Teil verstehe das Wasser als ein Bild. Du musst aus der Reinheit, aus der Heiligkeit, aus der Reinheit Gottes und aus seinem Geist geboren. Ich würde das nicht aufs Fruchtwasser übertragen wollen. Ich verstehe Wasser hier in diesem Zusammenhang als Wort, weil Jesus sagt auch, ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ja, ich zu euch gesprochen ja. habe. Also ja. ihr müsst praktisch sozusagen das Wort aufgenommen haben und Jesus ist ja auch das Wort. Gut, ganz einverstanden. Ja. Ja.